Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind wieder auf The Last of Us. Und da sind wir das letzte Mal hier geendet. Das hatten wir auch schon gelesen, die Schmugglernotiz. Und ja, ich bin da, glaube ich, abgesoffen. Ich weiß gar nicht, bin ich abgesoffen? Bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Okay. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt auf... Nein, ist gut, Schätzchen. Boah, ich sehe selber voll wenig, ey. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr da seht. So. Wie war das jetzt hier nochmal mit dem Schwimmen? Auftauchen X. Ah, genau. Die Pillen sind hier nämlich auch noch. So. Hier hätten wir, glaube ich, aber schon geguckt. Hier ist noch so ein Firefly-Wand-Tattoo. Ah. Kann man die Schränke öffnen, die unter Wasser sind? Anscheinend nicht. Sehe ich jetzt nichts? Nee, ich tauche lieber erst nochmal auf. Okay, aber ansonsten ist hier hinten ja eigentlich nichts. Dann gehen wir mal darüber. Also wir können auf jeden Fall nicht geradeaus, weil wenn wir geradeaus gehen, da ist ja nur dieser eine Waggon. Ist da unten was? Eine Sackgasse. Jep, leider nicht, Schätzelein. Vielleicht können wir auf die andere Seite. Ja, da ist irgendwas. Hey, da, sie geht noch. Na? Eine Leiter. Ja. Eine Leiter. Ja, dann schnappst du dir, Schätzchen. Los. Okay. Vielleicht müssen wir irgendwie erstmal da hoch. Macht er auch nicht. Ah, hier können wir auch was machen. Okay. Hopp. Ach so, der kann das Ding nur ziehen. Ah ja, okay, dann können wir das doch eigentlich zu der Kleinen ziehen. Weil dann kann die eigentlich da drauf. So. Oh. Noch ein Stückchen. Steig drauf. Ja, hopp, hopp. Wirklich? Ja, klar. Ach so, jetzt musst du da rüberbringen. Vorsichtig. Hier passen wir nicht durch. Muss noch mal ein bisschen weiter hier. Wir passen hier nirgendwo durch. Okay, ich muss erstmal wieder nach da vorne, glaube ich. Ja. Na. Ja, komm, schieb sie durch. Okay, wo war die Leiter? Hier. Los. Mach was. Ah, okay. Und jetzt? Ja, Schätzelein. Ach so, okay. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? War eben schon wieder so ein seltsamer... Oder immer noch. Die Musik. Dankeschön. Ja, dann geh hoch. Okay, Ellie. Gut, dann gehen wir mal weiter hier. Okay, nicht wie raus hier. Ja, das würde ich auch sagen. So. Ganz viele Firefly-Wand-Tattoos. Ah, Tageslicht. Oh ja. Sehr schön. Wunderbar. Ja, ist schon viel schöner. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt.
Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Okay, alles klar. Also gehen wir jetzt anscheinend in Richtung von dieser Stadt, wo wir dann eventuell ein Auto bekommen oder auch nicht. Wie kann ich denn den Balken anwählen? Ah, okay, alles klar. Alles klar. Kommst du? So, hier auch so ein bisschen rumgucken. Eben haben wir ja schon was gefunden. Oh, hey Kleiner. Wir müssen ja nichts hier liegen lassen. Haben sie aber schön gemacht hier, die Landschaft. Sieht hübsch aus. So. Können wir ein bisschen schneller hier rumrennen. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Kannst du mal aufhören? Das irritiert mich. So. Hier kommen bestimmt gleich irgendwelche lustigen Viecher. Oder auch nicht. Gut, dann gucken wir mal. Gehe ich hier nochmal lang. Aber ich habe auch schon gehört, dass übel so ein zweischneidiges Schwert. Was? Bau da? Jo. Ich habe gehört, die einen sagen, ich mache zu lange, suche zu lange. Die anderen sagen, ich suche zu wenig. Das ist irgendwie von Episode zu Episode unterschiedlich. Ah, okay, hier kann ich gleich was mit dem Brett machen. Wir erstmal ganz kurz hier gucken. Okay. Machen wir mal was mit dem Brett hier. Was für eine Lücke will ich denn überbrücken? Na, schauen wir mal. Muss wohl irgendwo. Hier vielleicht. Dass wir da über den Zaun klettern. Nee. Nee. Oder? Was war da? Da stand da eben irgendwas. Oh, Alter, ey. Ohne Scheiß, der schreckt mich, wenn die alles so komisch hinter mir rumläuft. So, wir gucken mal. Irgendwo müssen wir da irgendwas überbrücken. Ich denke mal, wir kommen da irgendwie auf das Dach drauf. Auf irgendein Dach. Und müssen dann darüber auf die andere Seite. Mal sehen. Ja, weil hier kommen wir ja nicht rein. Und da wollen wir rein. Ah. Können wir vielleicht da hoch? Dann könnte man ja das Brett darüber legen. Kann ich das erstmal irgendwie abstellen? Ja, okay. Ich kann es erstmal abstellen. Okay, da können wir nämlich tatsächlich hoch. Da ist auch was. Ein Röhrchen. Oder was ist das?
Ich denke mal, das wird mehr schmettern. Vor allem sind da vorne noch zwei Scheren dran. Oder eine auseinandergenommen, ne? Nahkampfverbesserung. Verbessere eine beliebige Nahkampfwaffe, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Das denke ich mal das Wichtige daran. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Wie immer, ne? Brauchen wir Schere, Tape und ja, so ein Holzding. Alles klar. Gut, hier müssen wir dann das Brettchen anscheinend drüber machen. Dann kommen wir auf die andere Seite. Ist natürlich nur die Frage, bleibt sie jetzt vielleicht hier oben? Nein, bleibt sie nicht. Das ist dann komisch. Dann gucke ich mal. Das muss aber eigentlich so sein. Ja, hier. Drücke zum Platzieren. Ah, okay, jetzt können wir es natürlich von oben von oben hochholen. Und dann können wir es rüberlegen. So. Dann schnappt ihr das Ding mal, Schätzelein. Jeppa. Und leg's hin. Da nicht. So. Drücken zum Platzieren stand hier eben. Aber das stand nur an einem Punkt. Ah, jetzt hier. Na also. Hat da aber schön gemacht. Da balanciert er wie eine kleine Ballerina rüber. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Komm her, Schätzchen. So. Ne, nix mehr zum Mitnehmen. Vielleicht am Auto. Ne. Okay, hier können wir vielleicht nochmal kurz rumgucken. Ah, Backstein und eine Schere. Yeah. So, sonst nichts mehr hier. Ich sehe auf die Schnelle nichts, deswegen rennen wir mal hier weiter. Was war da? Nee. Nixe. Alles klar, dann machen wir uns hier weiter. Da können wir nicht lang, oder? Ja, das kriege ich nicht auf. Komm, da ist noch ein anderer Weg. Ja klar. Hier lang. Hier lang. Ja. Sei vorsichtig. So sieht's aus. Du fällst. Hüpp. Oh, Klicker oder so. Habt ihr das gehört? Das hat er eben dieses komische Geräusch gemacht. Da ist noch ein Backstein. Hier ist anscheinend auch noch einer. Aber ich glaube, ja, dafür haut er die Flasche wieder raus. Also ist eigentlich egal, was ich nehme. Ich kann eh nicht mehr mitnehmen. Okay, gucken wir erstmal da oben. Und danach gehen wir da unten lang. Hört ihr das? Das hört sich echt nah an. Finde ich komisch, dass er nichts sagt. Wo ist denn das Viech? Hört sich an, als ob es da oben wäre. Aber da kommen wir ja her. Naja. Dann gehen wir mal weiter hier. Nochmal hier hoch. Oder da runter. Erst nochmal da hoch. Vielleicht ist da ja. Ja, da geht's rein. Ruhig.
Oh, was macht die denn, Alz? Du regst mich echt auf. Ich versuche, pfeifen zu lernen. Ja, ich geb dir gleich mal. Klingt das wie pfeifen? Ich hab keine Zeit, dass du mir... Warte eine Sekunde. Ey, jetzt hörst du mal auf. Ich würde dir am liebsten Backstein vom Kopf schmeißen, ohne Scheiß. So. Yep. Sehr gut. So. Hä? Ah, noch mehr. Noch irgendwas? Sieht mir spontan nicht danach aus. Gut, jetzt. Ach, Schätzelein, ey. Du gehst mir echt auf den Sack. So, hier haben wir noch eine Pillennotiz. Lesen. Erinnerung, mehr Pillen sammeln und ich muss mehr Munition beschaffen. Mir bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Alles klar. So. Wuppappa. Jetzt höre ich aber nicht mehr dieses Klicken oder so. Oder irgendein Gestöhne. Hier durch. Bleib zurück. Sollst zurückbleiben, du Alte. Ja, ich auch. Und vor allem das Problem ist... Oh nö, Alter, wir... Haben wir überhaupt ein Messer? Oh oh. Scheiße, ich kann die ja so nicht töten. Das heißt, ich muss mal wieder nur mit Ablenkung machen. Aber das klappt irgendwie... Das klappt irgendwie ziemlich schlecht. Komm rein hier, Schätzchen. Komm rein. Jetzt kommen die bestimmt auch hier rein, ne? Es war so klar. Es war so klar. Ui, ui, ui. Er chillt jetzt alleine da. Boah, jetzt klickt's überall, Alter. Meine Güte. Scheiße. Soll ich den wegwichsen? Ah, komm! Oh, der ist nicht tot! Willst du mich verarschen? So, jetzt aber. Komm, renn! Renn, renn, Kleine! Renn! Renn! Nein! Jetzt geht's hier wieder nirgendwo lang. Doch, hier. Oh! Das war kein guter Einfall. Alter, wieso klickt's denn hier überall? So, jetzt erstmal kurz überlegen. War jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee, weiß ich selber. Aber ich hatte kein Messer. Ich hätte ihn einfach weglocken können. Aber Alter, es klickt so krass hier. Aber wo müssen wir lang jetzt? Den haben wir weggewichst. Aber hier kommen wir nicht weiter. Oder hier vielleicht irgendwo? Nee. Anscheinend nicht. Scheiße, da mussten wir gar nicht hier runter, oder was? Aber es muss doch irgendwas damit zu tun haben, dass wir drauf können. Aber wenn wir da drauf gehen, dann springt er sofort auf der anderen Seite runter. Komm mit, Schätzelein. Alter, es hört sich echt an, als ob hier 1,5 Millionen von den Viechern sind. Und vor allem höre ich nie, wo. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Können wir uns auch noch irgendwas mitnehmen? Lumpen.
Alter, überall. Ah, da unten. Ja, okay, da waren wir natürlich auch noch nicht. Und da pimmelt er rum. Ja, aber müssen wir da lang? Das sieht mir nämlich ehrlich gesagt auch nicht aus, als ob es da weitergehen würde. Und jetzt dafür einen Schuss zu opfern? Ich glaube, ich mach's trotzdem. Alter, er braucht echt immer zwei oder was? Nein! Sie ist heftig. Na gut, okay, jetzt ist er weg. Oh! Pff. Ja, okay, vier Schuss jetzt für zwei Klicker verballert. Aber beim ersten Schuss gehen die, glaube ich, nicht tot, ne? Ja, okay, wir müssen aber tatsächlich hier lang. Trotzdem war das jetzt nicht... Oder doch nicht? Wir haben zwei Wege, dann gehen wir erstmal hier lang. Okay. Komplettes Messer benötigt. Das hatte, glaube ich, mal wer gesagt, dass ich nicht so verschwenderisch damit umgehen soll, weil ich mal Messer brauche, um solche Türen zu öffnen. Und das ist jetzt gerade der Fall. Ah. Okay. Okay. Sehr schön. Na, ah, hat sich doch gelohnt hier. Gut, dass ich das Messer nicht für einen Creeper, Creeper vor allem, für so einen Klicker benutzt habe, weil das können wir, glaube ich, hier alles um einiges besser gebrauchen. Schön vollgepacktes Räumchen hier. Wie viel sind wir? Ach du Scheiße, schon wieder 22 Minuten, ey. Krasse Sache. Gut, jetzt müssen wir hier raus. Oh Mist, ist von der anderen Seite verriegelt. Jetzt verarschen. Ja, hilf mir hoch. Ah, gut. L3? Nein, das kommt gar nicht in Frage. Warum nicht? Ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Da ist doch gar kein Stacheldraht. Hebst du doch einfach hoch, Mann. Gut. Heulsuse. Stell den Fuß auf. Ja. Yeah. Mach es nur auf, sonst nichts. Hüpf. Geh klar. Jeppa. Vorsicht. Ja klar. Okay. Oh. Oh, mal sehen. Oh. Okay. Sehr schön. Tada. Vielen Dank. Gut gemacht. Gut gemacht, Kleine. So, ich würde sagen, das ist ein ganz guter Punkt, um hier eine kleine Pause einzulegen. Ich würde sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Also, wenn es euch gefallen hat... Mein Kumpel hat ein Auto für gleich. Mich. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Yes. Marlene meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo, wo du hin musst. Jeppa. Okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Alles klar. Jetzt gehe ich dann wirklich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Mass Effect. Macht's gut. Ciao.